Da werden wir wieder. Mikro ist an. Ja, hallo zusammen. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles, Isle of Siptah, Age of Sorcery, Kapitel 3, Gameplay mit Mods. Und wer hätte gedacht, immer noch auf dem Trip, den Gewölbeplünderer abzuhaken. Also diesen Reiseschritt aus dem neuen Reisesystem. Und da heißt es als nächsten Schritt die Zuflucht von Jill finden, die Zuflucht von Jill erkunden und plündern. Also wie gehabt, nur anderer Standort. Und auch wie gehabt, ich habe einmal Dornhai und einmal Tränen von Gulasu, 24% mehr Schaden. Die Ausbildungstruppe, die ja mittlerweile jetzt auch schon ganz gute Stufen hat und die Hupfdohle. Das Pferdel nehmen wir. Zuflucht von Chill ist hier in der Nähe. Komm. Nehmen's Pferdel, wir nehmen's Pferdel, wir nehmen's Pferdel. Weil es ist halt doch eine Strecke zum Rennen. Und ich bin da ja eher bequem unterwegs. Na, mach die Türe auf. Danke. So, und auf geht's. Ja, im Land der Verbannten, da wartet das Warmaker Dungeon auf mich als nächste. Und dann kommt noch, muss noch zwei, glaube ich. Zwei oder drei? Zwei. Der Weinkeller und Warmaker Dungeon habe ich da noch vor mir. Warmaker, wenn man es komplett macht, ist ja etwas länger. Ups, komm. Ups. Und auch der Weinkeller, wenn man da ein bisschen staubsaugerartig durchgeht, also wirklich alles clearen will und vor allen Dingen auch den Karistahl sammeln will. Da sind hier die Gewölbe, finde ich, super angenehm. Also die sind so mit, wenn man sie kennt, mit Anreise, sage ich jetzt mal, salopp, halbe Stunde. Sind die abgehakt? Sowas in der Art fehlt im Land der Verbannten. Und auf der anderen Seite fehlen hier auf Siptah, finde ich, dann doch die etwas fordernderen. Bin ich überhaupt richtig? Ich reite hier. Ah ja, okay, fast. Darüber muss ich. Hier auf Siptah fehlen so ein bisschen die fordernderen Gegner und Ereignisse. Das war mit diesen Encountern, fand ich nicht schlecht. Da war schon ein bisschen was geboten und je nachdem, was für ein Encounter das war, hat man da ja schon richtig arbeiten müssen. Ja, drüben sieht man schon die Statue vom Eingang. Die zwei, also die hier, die Jill und die Harpie. Gewölbe, die beiden Gewölbe. Ha, die sind. Chill finde ich wegen diesen Verdorbenen, die da so diese Federn raushauen. Das sind doch, glaube ich, hier, oder? Ja, was das mit den Bäumen ist. Und hat er was für uns? Nein. Der was für uns? Nein. Okay. Das ist noch von Preußen. Hier an der Seite hat es dann noch Gegner. Und hier hat es auch Gold und Silber zum Farmen. So, okay. Zuflucht von Schilf hinten haben wir abgeschlossen. Ja. Es ist faszinierend. Wie gesagt, bei allen anderen, ohne dass ich großartig rumeiern musste, eigentlich das Ding abgehakt und ausgerechnet beim ersten ist es schief gegangen. So. Dann gucken wir mal hier einfach mal wieder mit Fackeln ein bisschen rum. Kann man das? Nö. Und da ist wieder das Siegel. Und wir werden auch hier wieder mit dem. Ah,
Okay, mein Liebling. Die Kletterpartie stimmt. Nein, eigentlich den da wollte ich. Ah, die Kletterparty. Und wieder meine Marienkäferchen. Und einmal Eldarium und ein Nachschubpaket. Okay, nehmen wir gerne mit. So. Ach so, ich wollte... Doch, ich will hier... Na, wo bin ich denn hier? Da bin ich. Ich will hier... auch mit dem Wisp arbeiten. Muss mal schauen, es gibt ja eine nette Mod, The Better Sorcery oder wie die heißt. Die hatte so ein paar Sachen, die jetzt Standard sind, kann man ja sagen. Also, dass der Wisp länger hält, etc. Aber was er auch hatte, war, wenn ich mich nicht irre, aber ich könnte mich da auch irren, sind zwei Mods, die ich da nur wieder gern verwechsel, dass der Leuchtgeist hier ein bisschen heller ist. Und damit einfach sinnvoller. So, hier geht die Kletterpartie schon los. Wir müssen hier rüberklettern. Ich will nicht sagen... Das ist neu. mir wäre es noch nie aufgefallen, dass da oben eine Truhe ist. Aber sei es drum. Das nehmen wir mit. Und hier auch wieder Truhe. ja, danke. Gold nehmen wir mit. Silber, Käferchen, Kriegsbemalung haben wir genug. Den Rest brauchen wir nicht. So, jetzt geht's dann da runter. Oh, hey. Nix. Ist da noch einer? Nee. Das mit so viele Pakete hier, hm? Ja, aber wirklich, ja. Ja. Ist doch echt nicht wahr. Okay, und nehmen wir natürlich alles mit. Gerne. So, und dann die nächste Runde. Hey. Und der... Ah. Hier irgendjemand ist aufgestiegen, muss man gleich mal gucken. Okay, gucken wir mal. Du nicht. Du auch nicht. Du auch. Ah, doch. Janus ist Level 20 und was hat sie? Wow, plus 30 auf Leben. Das ist natürlich heftig. Schaut euch das an. Das ist dann natürlich.
Wirklich genial. 66% maximal Stärkeschadenbonus ist allein schon auf 62 Basisschaden plus 20, 82 Schaden. Und da kann ich auch die zwei Agilities hier verzeihen. Die sind mir dann fast schon egal. Also da würde ich, weiß nicht, würdet ihr dann neu würfeln? Also, nee, oder? Kommt her, da unten ist da noch eine Kiste. Das nochmal mit. Und boah. Licht der Esse nehmen wir auch mit. Und nichts Gescheites. Okay, dann würde ich mal sagen, geht der Mist los. Ich meine, was gut ist, ich habe kein Ausdauerproblem. Das ist einer der ganz großen Vorteile mit den Handschuhen jetzt. Ich muss bloß gucken, dass ich mich nicht verringe sozusagen. Und ich verstehe es immer noch nicht, dass er solche Sachen wie eben jetzt den verlangsamten Fall oder auch die Eisbrücken aus den Dungeons rausgenommen haben. Das ist das, was ich meine. Weil das wären ja genau diese kleinen Schmankerl gewesen. So will ich mir die Truhe antun. Und ja, die will ich mir antun. Und hat sich natürlich super gelohnt, weil ich habe Marienkäferchen gekriegt. So, das heißt hier rüber. Irgendwo kämpfen meine Heinze. Kann es sein, dass sie schon oben sind und gegen den Boss kämpfen? So, darüber. Wo bin ich denn? Ach, darüber muss ich. So. Da ist dann die Statue, die man anklicken kann. Dann gehen wir rein. Okay, irgendjemand hat den Boss schon gelegt, war da oben. Das ist. Kommt auch mit einem Begleiter vor, dass die durch die Gegend teleportieren. Beim Boss oben rauskommen. Und natürlich sozusagen beeilen, damit wir. Ist da gerade mal einer rumgelungert. Viertel ist da vorne. So, da liegt er. Da liegen die Gegner. Ja, vielen Dank. Die Mordsauerei hier oben gemacht, Kinder. Oh, 10. Das ist der Boss. Oder? Sehen wir gleich. Erkennt man daran, dass er das abgründige Fleisch gibt. So, hier auf der Seite ist die Waffenkammer. Und man muss dann hier weitergehen. Das heißt, man geht hier, latscht hier drauf. Dann kommt die Dinger hier runter, da hochklettern und rüberspringen. Und auf der anderen Seite müsste dann irgendwo der zweite Dingsbums sein. Da. Was war's hier? Das war die Waffenkammer, gell? Ja, das heißt, dann müsste die Rüstung müssten drüben sein. Oh. Hier liegt auch noch einer. Den haben wir schon. Ich
Und man kommt hier meiner Meinung nach nicht zurück. Ich habe es nie probiert. Wo ist jetzt das andere Teil? Ich jetzt Mist erzählt? Oder was mit interagieren? Ah, hier ist die Trophäe. Ah, habe ich jetzt Mist erzählt? Wo ist denn die Rüstungsgeschichte? Doch. Hier ist die Rüstung. Und diese Rüstung, das ist das hier. Das sind die Handschuhe von Jill, die die Ausdauer geben. Oder Ausdauerregeneration erhöhen. So muss man sagen. So, und alles nehmen. Wir sind jetzt auf 50. Mäh. Aber wir haben natürlich Unmengen von Nachschubmaterialien. Bin mal gespannt, was da drin ist. Machen wir ja auch. Wir haben gesagt, die letzten machen wir immer auf jeden Fall leer. Also, da waren hier gerade noch mal 10 Stück drin. Keine Rezepte. Beim Boss kein Rezept. Aber dafür eine Menge Nachschubmaterialien. Passt auf, wir machen Folgendes, damit wir das mal. So, wir gehen her und sagen: Oh, den habe ich vom letzten Mal noch nicht leer gemacht, wo wir die 94 hatten. Mist, Mist, Mist. Okay, dann würde ich. Aber wir haben eine Trägerin. Und keine Trägerin dabei. Nein. Dann tue ich die Kisten jetzt nicht aufmachen. Dann gehen wir jetzt wieder heim. Dankeschön. War der was? Ja. Okay. Wie gesagt, hier um das Gewölbe, um den Wall drum hat es schwarzes Eis wie üblich und Schwefel. Und Gold und Silber. Muss man diesmal richtig zurückreiten. Der Sattel ist rein von der Optik liebe ich ihn, weil das ist einer, der eben auch Zaumzeug hat. Haben ja leider nicht alle, warum auch immer. Und das ist einer, der die Ausdauerverbrauch reduziert. Was natürlich genial ist. Wo man im Gefühl über die halbe Karte reiten kann. Auch eine schöne Anlage da oben. Schön in den Fels gebaut. Ups. Laura, lass mich auch noch mit hier im Wasser gelandet. Und da sind wir schon wieder zu Hause. War fixes Gewölbe. Jetzt machen wir Folgendes. Ich werde es auf jeden Fall. Hier haben wir es ja nicht so weit. Die muss ich nachher auspacken. Ganz kurz was kontrollieren. Einstellungen, Gameplay. Oh, da muss ich aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier welche rumhupsen, aber ich glaube ja. Da muss man vorsichtig sein. So, den schicken wir ganz kurz schon mal heim. Und ihr könnt euch entspannen, wir sind zu Hause. Und du auch, komm. Cooldown. So, die schicken wir auch mal heim. Und jetzt machen wir mal die Kisten auf, mal gucken, was da drin ist. Also, fangen wir da an. Knochen und Federn, juhu. Steine und Äste, super. Eisen, okay, lass ich durch in Federn. Äste und Holz.
Holz und Pflanzenfasern und Holz und Äste. Okay, ist, ist nicht der Bringer. Die Feder kannst du gleich in die Tonne kloppen. Den Rest tüten wir mal hier ein. Mal gucken, was er davon unterbringt. Den Rest schmeiße ich direkt weg. Und nicht genug Platz im Inventar. Aber sie hat mal. Okay, scheinbar alles untergebracht. Gucken wir mal, was wir hier noch vom letzten Mal hatten. Da. Alles nehmen. Und ja, tun wir hier noch gleich auspacken. Und was haben wir da? Eisen und Federn. Juhu. Federn und Eisen. Pflanzen, Stein und Äste. Eisen und Knochen. Und Pflanzenfasern und Stein. Ja. Okay. War jetzt nirgends wirklich der Bringer. Das waren wirklich reine Ressourcendinger. So, tüt mal ein. Was hast du untergebracht? So, okay. Dann war's das für diese Folge. Das war wirklich kurz, schnell und schmerzlos. Wenn euch die Partie gefallen hat, dann seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert einfach den Channel, dann könnt ihr die Bimmel aktivieren, kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und wenn ihr den Channel schon aktiviert habt, abonniert habt, dann vielen, vielen Dank an der Stelle. Ansonsten wäre es einfach cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Conan Exiles. Isle of Cypta, Age of Sorcery, Kapitel 3 oder auch gern im anderen Gameplay. Conan Exiles, Exiled Lands, Land der Verbannten, Age of Sorcery, Kapitel 3, Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye bye.